Es sieht so aus, als fühlten Sie sich nicht an das Gesetz gebunden. An die elementarsten Regeln Ihres Berufsstandes. Wie kommen Sie zu dieser Vermutung? Hör auf damit! Das ist nicht mein Auto! Oh Mann! Tut mir leid, ich habe eine Krise. Die schlitzte ich auf und pack deine Königin in deinen Wanst. Was wollen Sie? Was suchen Sie? Halt deine Fresse, sonst puste ich dich weg. Ich muss doch bitten, Kommissar. Ein Junge, der sterbend im Klo liegt. Ein anderer, der gequält und geohrfeigt wird. Ein Mädchen, das dem Stiefvater sexuell ausgeliefert ist, das ist ekelhaft und abscheulich. Aber am schlimmsten ist, finde ich, dass man alles verhindern könnte, wenn die Menschen nur nicht so feige und egoistisch wären.